Die Geschichte rund um den Jurassic Park geht weiter. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Es wurde ja von Colin Trevorrow auch inzwischen offiziell bestätigt, kurz nach dem Kinostart, nach dem gewaltigen finanziellen Erfolg von Jurassic World Dominion, dass Jurassic World Dominion nur der Türöffner für ein gesamtes Jurassic Franchise sein soll. Wir können jetzt also, ja, ganz grob davon ausgehen, dass wir ein Universum bekommen werden, beziehungsweise eine Filmreihe, eine Timeline mit eventuellen Flashbacks, wo wir die Geschichte von John Hammond nochmal erleben werden. Vielleicht auch andere Geschichten, die während dem Jurassic Park Vorfall spielen, aber wir werden eben auch Fortsetzungen bekommen. Was wir jetzt neu wissen, ist allerdings, dass diese Gespräche, wie es mit dem Jurassic Franchise weitergehen soll, schon wesentlich länger geführt werden. Und zwar sogar bevor der Kinostart von Jurassic World Dominion überhaupt klar gewesen ist. Ihr wisst ja, Jurassic World Dominion hat ein bisschen unter der Corona-Pandemie gelitten, beziehungsweise war der Kinostart ein bisschen ist gut. Also er war ein Jahr verzögert worden und in diesem Jahr, wo der Film verzögert wurde, hat man sich bereits Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze denn jetzt vonstatten gehen sollte. So viel wissen wir jetzt offiziell, dass Gespräche über eine Fortsetzung von Jurassic oder über weitere Jurassic-Projekte schon länger am Laufen sind. Ebenfalls wissen wir, dass voraussichtlich nächstes Jahr, also 2024, im Dezember, November rum, die nächste oder die neue Animationsserie von Jurassic World erscheinen soll. Hierbei wissen wir noch nicht ganz genau, ob der Titel wirklich Jurassic World bleiben wird. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass die Serie erscheinen soll. Hierbei soll es um die Protagonistin Sydney gehen, die bei einem Unfall mit einem der inzwischen auf der Welt überall verbreiteten Dinosauriern einen Unfall hat und dabei eben ihren Arm verliert. Mit dem einen oder anderen von euch habe ich auf Instagram bereits darüber geschrieben, was stelle ich mir denn darunter vor? Also wie kann ich mir denn vorstellen, dass es mit Jurassic Park weitergeht? Und da habe ich mir dann irgendwann dieses Fan-Logo rausgezogen. Ja, alle möglichen Logos, die ihr jetzt finden werdet, rund um Jurassic World 4 oder Jurassic Park 4 oder die Jurassic Universe, sind alle fanmade. Wir haben von offizieller Seite, von Universal aus oder auch von der offiziellen Jurassic World Seite aus noch keine Bestätigung bekommen, ob die nächsten Filme auch Jurassic World heißen werden oder wie auch immer. Allerdings habe ich mir bei diesem Logo hier gedacht, Return to Jurassic Park ist für mich so ein bisschen das Aushängeschild, was ich mir persönlich wünschen würde, wie das Ganze jetzt vorangeht. Was meine ich damit? Ich meine nicht, dass ihr mir jetzt jeden kleinen Mist erklären müsst, was damals im Jurassic Park passiert ist. Ich brauche keine Einzelfilme über John Hammond, über Robert Muldoon, über Mr. DNS oder wie auch immer. Mit dem Titel Return to Jurassic Park meine ich persönlich mehr, dass ich mir wünschen würde, dass man zurück zu der Essenz von Jurassic Park kehrt. Ich erkläre das Ganze mal relativ simpel. Für mich ist Jurassic Park nicht das der globale Konflikt und der Weltuntergang, weil Dinosaurier auf der Welt frei herumlaufen. Da müssen sogar Fans von Jurassic World Dominion immer mal stutzig werden und sich fragen, wie kann es sein, dass man das nicht in den Griff bekommen hat? Gute Frage, wir haben es ja auch nie wirklich erklärt bekommen, wie es sein kann, dass Dinosaurier auf der gesamten Welt global existieren, beziehungsweise eine Bedrohung darstellen. Und auch da muss ich wirklich wieder sagen, das ist nicht das, was ich wirklich sehen will. Ich finde die Essenz von Jurassic Park oder auch von der gesamten Jurassic-Reihe, spielt nun mal auf einer Insel. Jetzt widerspreche ich mir hierbei so ein bisschen selber, weil ich immer wieder auch sage, dass Marvel mir auf die Nerven geht, weil Marvel immer wieder dasselbe macht. Jurassic Park allerdings, ich finde, Jurassic Park gehört nicht in ein Weltuntergangsszenario rein. Michael Crichton, ja, hat das im Buch auch mal angerissen, dann aber die Geschichte letztendlich doch auf einen bestimmten Punkt fokussiert, nämlich auf eine Insel. Sogar im zweiten Teil wurde das Ganze auf eine Insel fokussiert und auch in Jurassic Park 3, als Michael Crichton und Steven Spielberg noch an Jurassic Park 3 beteiligt waren, sollte das Ganze von Anfang an auf einer Insel spielen. Und ich finde, das ist auch richtig so. Ich meine, Jurassic Park gehört in diese Richtung. Sobald das gesamte Szenario irgendwie auf dem Festland spielt, in unserer heutigen Welt, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel 2025 kommt der nächste Film raus, und der Film spielt dann eben auch 2025, kann ich doch die Bedrohung durch Dinosaurier überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass unsere Technik doch so weit fortgeschritten ist, dass eine Dinosaurier-Pandemie überhaupt nicht mehr wirklich möglich wäre. Und das, finde ich, raubt dem Film Jurassic World Dominion auch ganz stark die Glaubwürdigkeit. Was allerdings eher glaubwürdig ist, ist zum Beispiel, naja, nehmen wir mal an, eine Familie, die irgendwo auf einer Insel strandet, da einen Campingausflug machen möchte, weil eventuell die Insel weiterhin geheim gehalten wird und dann eben dort, naja, von Dinosauriern verfolgt wird. Quasi das Szenario, was wir auch in Battle at Big Rock gesehen haben, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind. Battle at Big Rock ist ein Kurzfilm, der wirklich unfassbar geil ist und den ich sogar
vielleicht sogar noch in meiner Top-Liste vor Jurassic Park 3 setzen würde. Das ist ja kein richtiger Film, aber ich fand diesen Film wirklich unfassbar gut. Jetzt haben wir aber halt das Problem, wir haben Jurassic World Dominion bekommen, der wird nicht mehr zurückgezogen, der wird offiziell Kanon bleiben. Wie machen wir jetzt das Ganze weiter? Und da würde ich ganz klar sagen, das ist auch nur meine Meinung, spinnt diese Idee rund um den Jurassic World Park oder was danach passiert, nach Jurassic World Dominion, jetzt so weiter, dass ich sagen kann, ja, finde ich logisch. Ich finde Klone logisch. Ich finde, dass Maisie existiert, ist logisch. Aus dessen, was wir aus Jurassic Park wissen, ist es eine logische Konsequenz, dass wir jetzt ein Klonmädchen haben. Da wir aber ein Franchise bekommen sollen, was einem Marvel Cinematic Universe im ganz groben Ansatz ähnlich werden sollte, springen wir doch am besten auch wieder zurück. Denn hier können wir gleich zwei Lager bedienen. Zum einen das Lager, das sagt, ja, Jurassic World ist doch geil gewesen. Zum anderen das Lager, naja, bei dem ich mit dabei bin, wo ich sagen würde, gib mir doch bitte meine Inselabenteuer wieder. Gib mir doch einen Film, der möglicherweise auf der Isla Nublar nochmal spielt. Zum Zeitpunkt von Jurassic Park 1, wo vielleicht andere Überlebende die Geschichte vorantreiben müssen. Jurassic Park The Game hat super gut vorgemacht. Das haben wir ja vor kurzem erst hier auf YouTube live gezockt. Das habe ich dir mal da oben verlinkt. Kannst du gerne mal draufklicken, wenn du die Geschichte noch nicht kennst. Da ist die komplette Geschichte in der Playlist hinterlegt. Jurassic Park The Game hat super geil gezeigt, wie man parallel Geschichten im Jurassic-Universum erzählen kann. Und ich weiß, man mag vielleicht meinen, aber es muss ja auch vorangehen. In meiner Version, und weil ihr mich gefragt habt, wie würde ich mir das Ganze vorstellen, geht es hier auch voran. Auf der einen Seite haben wir eben die Fortsetzung von Jurassic World, auf der anderen Seite haben wir eben dann die Abenteuer, die vielleicht parallel zu etwas spielen oder Abenteuer, die sogar Lücken füllen, wie zum Beispiel die gewaltige Lücke zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 3. Und ja, ich sage hier Jurassic Park 1 und Jurassic Park 3, weil dazwischen eben sehr viel passiert mit einer Figur wie einem Dr. Henry Wu, den wir in Jurassic Park 2 überhaupt nicht sehen, der aber währenddessen etwas Gewaltiges plant. Der zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 sogar das Amalgam-Testing bereits umsetzt und extrem schlaue Velociraptoren züchtet, die wir in Jurassic Park 3 sehen, den Spinosaurus züchtet, der auch deswegen, weil er durch das Amalgam-Testing geschaffen ist, dieses Verhalten vorweist. Das wissen viele eben nicht, weil es in der offiziellen Jurassic-Lore nie so erzählt wurde. Das kann man sich quasi aus offiziellen Internetangaben von der offiziellen Homepage runterladen oder eben durchlesen oder auch aus dem Spiel Jurassic World Aftermath. Finde ich ein bisschen blöd, verfilmt die ganze Nummer noch einfach. Und deswegen, ja, weil so viele mich gefragt haben, Tobi, wie würdest du dir denn vorstellen, dass Jurassic weitergehen würde? Genau so. Gib doch auf der einen Seite, ich bin kein Riesenfan von Universen und von dem Ausschlachten von bestimmten Themen, aber wenn es eben so kommt, wie es wahrscheinlich auch kommt, weil es mit allem so kommt, dann nehme ich es eben so und überlege mir, wie wäre es das Beste, damit umzugehen. Und dann würde ich ganz klar sagen, geht auf der einen Seite in die Vergangenheit zurück, gebt mir das Jurassic Park Feeling noch wieder und spinnt auf der anderen Seite die Jurassic World Geschichte weiter. Ich glaube, so kann keiner wirklich verlieren. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie stehst du zu der Nummer, wie würdest du dir eine perfekte Fortsetzung zu Jurassic vorstellen, beziehungsweise wie würdest du dir eine zukünftige Welt mit einem Jurassic-Franchise vorstellen? Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.